Also ich glaube, ich kann Laras Unverständnis jetzt doch einigermaßen gut nachvollziehen. Nehmen wir erstmal das mit. Jetzt bin ich natürlich verwundet. Das ist natürlich jetzt alles andere als gut. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ob und wenn ja, wie ich mich heilen kann. Also wenn ihr da irgendeine Möglichkeit habt, dass ich mich heilen kann, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil das natürlich schon wichtig wäre. Gerade nach so einem Kampf jetzt. Ich glaube, ich habe auch gar keine Pfeile mehr und nichts. Oh, ist das doof. Laufen kann ich auch nicht mehr. Oh, hier war noch was. Hier war noch was. Was bist du? Ich habe auch keine Ahnung, wofür ich das Ganze eigentlich einsammle, aber es scheint hier doch wichtig zu sein. Geht so ein bisschen in Richtung Far Cry, würde ich sagen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was von beiden als erstes da war. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt bei Rise of the Tomb Raider genauso gemacht worden ist. Ich habe das zwar schon seit Ewigkeiten hier, aber leider, leider nur damals mal angespielt. Komme ich überhaupt hoch? Hallo? Ja, ich sollte hochkommen. Moment. Halten Sie LB und drücken Sie dann A, um... Ach, Moment. Um sich zu heilen. LB und A. Oh, jetzt sag bloß, ich hätte mich im Kampf auch heilen können. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das gehört zu dem Wrack. Okay. Jonah! Da lief doch gerade einer, oder war das der Vogel? Kann ich eigentlich nichts mehr, kann ich mit dem nicht machen. Ja, hier nicht gerade. So, sehr schön. Da haben wir noch was. Ich kann gar nicht mehr gerade auslaufen. Ich bin irgendwie gerade noch so perplex von der Szene eben. Erfahrungspunkte sind immer gut. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass durch die Erfahrungspunkte, dass ich dann Level aufsteige oder so. Eine sehr schöne Aussicht hier übrigens. Oh, richtig schönes Wasser. Und dass ich dadurch dann diese Punkte bekomme, die ich dann wieder ausgeben kann. Mit den Hasen eigentlich? Ich meine, dadurch kann ich mich doch nicht heilen, oder? Gehen wir erstmal da hoch, würde ich sagen. Fehlende Ausrüstung. Ja, toll. Das bringt mir dann auch nichts. Was ist das da unten? Kann ich gar nichts machen. Nur schade. Okay. Das sieht mir so einladend aus hier. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht doch lieber hier. Tja. Ist hier eben auch irgendwas? Was bist du denn? Ich kann man aber auch nicht platt treten oder so, ne. Gut, ja, da könnte ich... Ach so, dann komme ich zur Absturzstelle. Ja, da hinten komme ich wahrscheinlich jetzt eh nicht rum. Würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Ich sollte zumindest doch... Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Jetzt einen Stein genommen? Ah.
Yes. Ich glaube, ich weiß, wo es gleich weitergeht. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Wow. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Also, da muss ich ihm zustimmen, das Viech hat echt. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Nicht abhauen. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Kann ich hier irgendwas hinholen? Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Okay. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Ja, oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein. Sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Yaku, okay? Ja. Weißt du... Könnt ihr mal aufhören zu reden? Ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen? So, dieser Bogen ist effizienter als ein geradliniges Gegenstück. Erhöhte Spannung der Bogensehne verursacht mehr Schaden. Trotzdem würde ich es verstehen. Feuerrate und Haltezeit sind aber nicht... Ach so, die gehen dann auch kaputt. Okay. Da ist die Haltezeit auch nicht so groß. Die sind alle nicht so groß, ne? Ein biegsamer Bogen aus dem Holz der Bäume. Eine straffe Sehne schießt Pfeile schneller ab und fügt Tieren mehr Schaden zu. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ich nehme das jetzt mal einfach. So, Waffen-Upgrades.
Herstellen, halten. Ach, deswegen sind wir die ganze Zeit das Holz und alles am Einsammeln. Ah, okay. Das ist wirklich im Endeffekt wie bei Primal. Outfits. Überlebende. Erhalten. Ausrüsten. Das ist das? Okay. Dann die Jacke. Naja, gut, die ist hier jetzt nicht so schön. Kommando. Naja. Das ist schon eher Lara Croft-mäßig. Das sieht auch wieder ein bisschen komisch aus, weil so sehr gepanzert. Oh mein Gott. Okay. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ist es für den Dschungel vielleicht nicht so? Ach du Scheiße. Und ich kann mit Original Lara Croft spielen. Okay. Aus allen Teilen, so wie es aussieht. Was ist das? Das sieht komisch aus. Oh mein Gott. Was ist das alles? Aber es sieht alles irgendwie komisch aus, finde ich. Nein, nicht die Beine. Hallo? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Das ist der Anfang, ne? Das ist doch jetzt ihr normales Outfit, meine ich. Torso. Okay. Also da kann ich anscheinend nicht einzeln was machen. Okay. Aber gut zu wissen. Also, Seil. Spule mit geflochtenem Seil dient zum Schießen von Seilpfeilen. Das habe ich schon erhalten. Und Abseildraht. Okay, aber mehr kann ich hier nicht machen. Okay. Ja, ich meine, es ist ja auch mal wichtig, da zu gucken. Fähigkeiten. Habe ich da was Neues bekommen? Zumindest habe ich einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist gut. Ach so, die schwarz sind, sind die, die ich nicht machen kann. Okay. Lautlos-Kills. Die habe ich doch eben gemacht. Ach so, nee, das Weiße ist das, was ich erhalten habe. Genau, steht ja auch drunter. Ha. Okay, ja gut, dann kann ich hier jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel Neues machen. Dann gehen wir erstmal raus. Aber solche Sachen muss man ja auch mal im Blick behalten. Wo ist er? Da. Da kann ich was machen, okay. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Ja, toll. Siehst du das? Das muss Kubakyaku sein. Wir müssen da runter. Ah, okay. Wir haben eine Stadt gefunden. Können wir nicht einfach ins Wasser springen? Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. So richtig abseilen oder so kann man sich auch nicht, ne? Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Okay. Das ist definitiv kein Weg. Ist aber bestimmt ein Weg, wo es mal hin und wieder kaputt geht. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Okay. Jetzt haben sie mich dran gekriegt. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob da Gegner sind. Bist du okay? Ich bin okay. Bin okay. Okay. Was sind das für komische Geräusche? Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Die Brücke ist unten. Bleib doch mal Können wir sie mit stehen. dem Ich muss doch Gegengewicht alles anheben? einsammeln. Vielleicht. Was ist das? Lernen Sie alte die... Ach so, das war das mit den Ich hoffe, diese Delikten. Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf Nee, sind. ich Du sollst auch. es lernen. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Ich meinte natürlich Dialekt und nicht Delikte.
Habe ich jetzt Delikte gesagt? Ah. Eine Schachtel mit Zinnoberpulver. Okay. Die ist jetzt hier geopfert worden, oder wie sehe ich das? Ja. Sieht mir alles so ein bisschen extrem nach Einwohnern aus. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Eine Lama-Figur. Okay. Also von den Lamas habe ich ja von meiner Tochter schon gehört. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ein Ablassventil. Ach, Moment, da will ich... Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ja, ja, hab's schon verstanden. Ja. Nein! Oh, ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ja, ich hab's schon verstanden. Was, Moment, was war das hier? Ja. Das ist ein Seil? Da kommen wir doch theoretisch von unten dran, oder? Ach, das habe ich damals schon gehasst. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Wenn ich diese Konstruktion immer gesehen habe und nicht genau wusste, was man da machen musste. Also, das soll wahrscheinlich rechts hochgezogen werden und links dann runtergehen. Muss ich erst nach oben, um das da hochzuziehen? Hallo? Ne, okay. Theoretisch müsste ich aber doch das Seil da hochkommen, oder? Was war denn hier mit? Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Hilfst du mir mal? Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Nichts. Okay, lassen wir es los. Langsam. Ist langsam. So, das heißt, dass, ja, was heißt das? Keine Ahnung. Ich springe auf jeden Fall nochmal nach oben. Also ich würde jetzt sagen, dass das Wasser irgendwie hier durchgehen soll, aber das kann ja nicht einfach so an einem Holz vorbei darüber gehen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Boah, wechsel doch nicht immer die Perspektive, dann sehe ich nichts mehr. So. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ja, das ist ganz toll, aber ich denke mal nicht, dass ich jetzt unten lang soll, oder? Obwohl, hier muss Wasser, glaube ich, rein. Ich komme da nicht drauf. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. Ich gucke mir das jetzt erstmal da unten an. Was da jetzt eigentlich hochgezogen werden soll. Oh, Moment. Also, das Teil soll wahrscheinlich hochgezogen werden. Ist hier denn noch irgendwas? War das jetzt? Ach, da war was zum Graben. Okay. Von hier aus bringt uns das wahrscheinlich auch nichts. Nee. Okay. Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, ich muss das nach oben ziehen, damit das, damit die Brücke da ist. Oder? Ich mag ja die Rätsel, aber solche Rätsel sind doof.
Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ja, Mädel, das bringt mir aber alles nichts, wenn ich da nicht hochkomme. Also der zieht beide Seiten. So viel verstehe ich. Aber man kann ja auch nichts machen, ne? Moment, wieso ist da jetzt ein X? Okay. Hey, das hat was bewirkt. Was war das? Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ah! Da kommt jetzt... Achso, das heißt, ich muss hier wirklich nicht rumklettern. Oh, jetzt nicht ganz runterspringen, bitte. Ja, das heißt, hilf mir mal hier. Komm, zack ich. Wir probieren das jetzt mal aus. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, ja, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Haha. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was ich machen könnte, aber da muss ich echt verdammt schnell sein. Das würde auch erklären, warum sie immer wieder loslässt. Ich wollte sie schon ausmeckern, dass sie mal wieder loslässt. Ich kann es kaum noch halten. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich muss was ausprobieren. Komm. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Ja, super. Das war's. Aber bringt doch, das bringt auch was. Ah, geil. Geil. Ich kann nicht mehr laufen, so freudig. Was ist das? Das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo das Wasser hier steht. Okay. Hat mir auf jeden Fall jetzt einen Fähigkeitspunkt gebracht. Kann ich vielleicht jetzt endlich das Ding hier lesen? Weil die hatte mich ja eben angemeckert. Dass sie da irgendwas übersehen hat oder so. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ah! Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Ja, geil. Hat sich das dann doch noch gelohnt, wieder runterzukommen? Jetzt sollte eigentlich... Ja, die Brücke ist jetzt da. Nein, du solltest eigentlich springen. Wieso springst du nicht? Er ist schon rüber, okay. Und jetzt? Ja. Ich wollte mich doch noch umsehen. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder... Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus.